Hallo und herzlich willkommen im Wald. Ihr erinnert euch vielleicht, dass ich vor ein paar Wochen hier schon mal rumgestapft bin. Also jetzt natürlich noch nicht, aber vielleicht erinnert ihr euch gleich, dass das so ein bisschen so aussieht, als hätte man das schon mal gesehen. Und habe mal so ein bisschen ja, meine Gedanken mit euch geteilt zu den hier markierten Bäumchen. Man kann es hier hinter mir vielleicht so teilweise, ja da kann man es jetzt auf jeden Fall sehen, dass da noch ein bisschen was markiert ist. Die dünnen sind noch da, die dicken sind inzwischen alle weg. Und das ist eine super Gelegenheit, sich jetzt mal in aller Ausführlichkeit und ohne von irgendwelchen Gestalten, die hier rumstapfen und sich fragen, was ich denn für einer bin, ungestört mal eine ja vor kurzem erfolgte Holzernte anzugucken. Und zwar ist das, glaube ich, 14 Tage oder was her. Die Gesamtmaßnahme wird ein ganzes Weilchen gedauert haben. Da war hier bestimmt ein paar Tage gesperrt. Ich war jetzt nicht jeden Tag hier und habe geguckt, wie viel noch gesperrt ist oder ob noch gesperrt ist. Aber es ist eine Menge Holz, im wahrsten Sinne des Wortes, was hier jetzt definitiv rumliegt. Sieht im ersten Moment ziemlich schockierend aus, gerade jetzt auch für meine sämtliche Verwandtschaft zum Beispiel, die hier jetzt auch spazieren gegangen ist. Und hoi! Das viel Holz und tatsächlich haben sie nicht ganz unrecht. Man hat hier schon so ein bisschen, also es ist sehr gut gemacht. Es ist prima ausgeführt, ganz hervorragend. Da gibt es überhaupt nichts zu nörgeln. Das ist eigentlich mustergültig, das kann man nicht besser machen. Die Menge, dass es wirklich so viel auf einmal ist, da, das hat natürlich schon wirtschaftliche Gründe. Ich gehe mal erstmal in den Bestand. Da hat man jetzt schon ein bisschen, muss ich sagen, eher an die Wirtschaft gedacht, also an die lieben Zahlen mit dem Eurozeichen dahinter, als an möglichst naturnahen und verträglichen Waldbau. Das ist jetzt natürlich jetzt per se erstmal, denkt man sich, ja, scheiße. Aber wenn man dann noch ein bisschen drüber nachdenkt, ja gut, irgendwo muss das Geld ja herkommen. Und wenn man dann hier an dieser Stelle hat man nämlich definitiv die Gelegenheit gehabt, ordentlich Geld zu verdienen. Da sollten schon ein höherer, also was den Umsatz angeht, allein den Umsatz liegt hier definitiv was Sechsstelliges. Das würde ich mir schon, könnte ich mir schon vorstellen, dass hier was Sechsstelliges rumliegt. Oder zumindest fast. Also so ein hoher Fünfstelliger bis hin zu einem sehr niedrigen, also gerade so die Eins davor, sechsstelligen Betrag. Ja, doch. Das ist sauschwer zu schätzen. Wenn man die genauen Zahlen hat, dann weiß man es natürlich sofort. Ich muss das jetzt nur am rumliegenden Holz, aber ja, doch. Das könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das so ungefähr hinkommt. So. Jetzt erzähle ich die ganze Zeit, wie viel Holz hier gemacht worden ist und hier sieht man es noch gar nicht. Das ist nämlich so, dass das hier der Einstiegspunkt ist, wo ich bei der letzten Mal, wo ich halt eben die markierten Stämme gezeigt habe, eingestiegen bin. Und tatsächlich ist hier überhaupt noch nichts passiert. Ich vermute, das ist nur eine Vermutung, ich habe mich da nie groß auseinandergesetzt, wie das hier eigentlich gemacht wird, auch wenn ich hier schon ein paar Jährchen lebe. Aber ich vermute, dass die dünnen Dinger hier auch von Selbstwerbern geholt werden dürfen. Dass man also sagt, okay, du hast einen Motorsägeschein, dann darfst du jetzt die dünnen Sachen einfach selber umsägen und selber klein sägen und kannst Holz behalten. Das wird ja auch verkauft. Das hat jetzt gerade erst stattgefunden, dass eben sowas verkauft worden ist, so einzelne Flächen, wo man halt sein Holz eben selber machen darf. Und das macht ja auch Spaß. Also das ist sicherlich eine gute Sache, wer da gerne sein Holz selber machen möchte. Und ja, eben diese dünnen Sachen, die stehen überall noch rum. Also zwischen den sehr vielen liegenden dicken Dingern sind immer noch mal wieder so ausgewiesene dünne Sachen halt hier stehen geblieben. Moment, man kann das gut. Ja, hier kann man es gut sehen. Also die kennen wir noch aus dem letzten Video. Das sind genau die gleichen. Was da hinten jetzt allerdings ist, das war im letzten Video noch die letzten Reste vom Fichtendickicht, was dieser Wald, in dem ich hier stehe, ursprünglich mal vorm Sturm gewesen ist. Also das hier ist jetzt nochmal, ich habe es letztes Mal auch gesagt, so ein typischer Lothar-Bestand hier. Also nach Lothar zusammengebrochen, also während Lothar zusammengebrochen natürlich, dann jetzt langsam wieder aufgewachsen und jetzt sind die Dinger halt alle so um die bisschen mehr als 20 Jahre alt. Und
Jetzt wird es auch langsam wirklich Zeit, dass man hier nochmal ein bisschen ordentlich durchforstet. Das ist alles richtig und korrekt, alles wunderbar, gar nichts auszusetzen. Und ich hatte hier hinten, wo ich jetzt hinlaufe, eben euch gezeigt, da gab es noch so ein paar Reste von alten Fichten, die halt eben den Sturm überlebt hatten. Seltsamerweise direkt am Waldrand. Und die hat man jetzt alle geholt. Also die hat man jetzt alle geholt und die waren auch alle entsprechend markiert. Und das ist genau so, wie ich das erwartet hatte. Also da bin ich von ausgegangen, dass es hier genau so aussieht, wie es das jetzt auch tut. Und wer da mal gucken möchte, da haben wir entsprechend eine abgesägte, etwas ältere Fichte. Die werden hier sowas um die 70, 80 Jahre, vielleicht sogar schon auch die 100 voll gehabt haben. Das ist immer schwierig zu sagen, zumal das jetzt, wie gesagt, eben ursprünglich mal ein Fichtenreinbestand gewesen ist. Da werden die nicht super schnell gewachsen sein. Na, einigen wir uns auf 80 Jahre, damit wir einfach mal irgendeine Zahl genannt haben. So genau kann das eben keiner immer sagen. Und definitiv, alle Dicken sind weg. Und wie ich es auch prognostiziert habe, ein paar sollten stehen bleiben, ein paar waren nicht markiert. Wo ich gemeint habe, die könnte man vielleicht dann nächstes Mal holen, vielleicht so in 10, 15 Jahren, vielleicht auch in 20. Und tatsächlich sind die auch noch da. Zum Beispiel die drei hier eben. Was wichtig ist, weil ich finde das hier also an dieser Stelle wirklich mustergültig, das würde ich auch genauso machen. Das dicke Zeug zum Geld verdienen eben entsprechend rausgenommen. Das wäre auch nicht mehr wertvoller geworden. Das war eh alles ziemlich voller Äste und so weiter und so fort. Und noch ein bisschen was stehen gelassen, damit hier halt eben kein Kahlschlag entsteht und wir hier ein Bestandesklima behalten. Bestandesklima muss ich in diesem Zusammenhang kurz nochmal erklären. Wenn wir einen geschlossenen Wald haben, mehr oder weniger, jetzt sieht das immer natürlich sehr verrupft aus, direkt nach der Holzernte. Und da ist schon geschlossener Wald fragwürdig, wenn man da mal ein bisschen nach oben guckt. Aber die Bäume brauchen nur sehr kurze Zeit, um sich da anzupassen. Nach 2-3 Jahren wird das zumindest im Sommer hier auch wieder ein geschlossenes Kronendach sein mit kaum Löchern und man steht hier ordentlich im Schatten. Und das ist deswegen wichtig, weil Bestandesklima, das Kronendach fungiert quasi als Bettdecke für den unteren Bereich des Waldes, kann man sich ungefähr so vorstellen. Heißt, wenn die Sonne drauf brutzelt, bleibt es unten kühl. Wenn es saumäßig kalt wird, dann isoliert die Kronenschicht ein wenig eben den Boden und sorgt dafür, dass einfach die Wärme, die vom Boden abgestrahlt wird, nicht so schnell in die Atmosphäre verloren geht, sondern erstmal noch ein bisschen zwischen Kronen und Boden eben hängen bleibt. Im Wald ist es, wenn es kalt ist, wärmer als draußen und wenn es warm ist, kälter als draußen. Das kann durchaus mal 3-4 Grad ausmachen und das ist gerade dann interessant, wenn so Zeiten sind, in denen so Grenztemperaturen herrschen. Also sprich zum Beispiel im Frühjahr, wenn es nochmal zu Spätfrosten kommt. So ein Spätfrost, das hatten wir dieses Jahr, schön eindrucksvoll, also ein Frost, zu einer Jahreszeit, wo der Winter eigentlich schon vorbei ist, wo die Natur schon davon ausgegangen ist, okay, jetzt ist Frühling, jetzt können wir alle austreiben, los, hopp, 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 wachsen. Und dann kam halt eben nochmal Frost. Und da ist einiges kaputt gegangen. Deshalb ist dieses Jahr auch zum Beispiel die Obsternte relativ überschaubar ausgefallen. Da gibt es noch diverse andere Beispiele, wo das auch durchaus wirtschaftliche Konsequenzen gehabt hat. Ich habe es bei den Kastanien gemerkt. Die hatten dieses Jahr nur sehr, sehr wenig Maroni abgeworfen und die waren auch sehr, sehr klein, also da ist definitiv eine Schädigung vorhanden gewesen. Und dieser Effekt, dieser Spätfrost, der ist im Wald deutlich abgemildert, eben durch dieses Bestandesklima. Wenn dann ein geschlossenes Kronendach vorherrscht, also das Bestandesklima noch intakt ist und man halt eben keinen Kahlschlag gemacht hat, beziehungsweise es mit der Durchforstung nicht allzu sehr übertrieben hat. Wichtig ist in diesem Zusammenhang, das finde ich auch sehr schön, ein funktionierender Waldmantel, den wir hier eigentlich in einem recht guten Zustand haben. Also heißt, so eine richtige Wand, wenn jetzt gerade Sommer wäre, dann wäre das hier auch noch erheblich dichter zugewuchert. So eine richtige Wand, die den Wald zum Feld hin abschließt. Und das dient auch nochmal als zusätzlicher Windschutz, damit dieses gedämpfte Luftpaket, im Fall vom Sommer ist es natürlich ein kühleres Luftpaket, eben auch schön im Wald drin bleibt und nicht so zur Seite quasi rausfließt. Das funktioniert dann nochmal sehr gut zur zusätzlichen Isolation und verstärkt nochmal das Waldklima. Man darf den Effekt eines Waldmantels wirklich nicht unterschätzen. Ja, und ich erzähle das deswegen, weil da hinten, da gefällt es mir nicht so gut. Das ist halt eben das, was ich gerade auch angeteasert habe. Da hat man ein bisschen mehr drauf geguckt.
dass man Geld verdient und ein bisschen weniger drauf geguckt, was wäre denn jetzt optimal schonend und ja, das ökologisch gesehen das bestmöglichste Verfahren, um hier naturnahen Waldbau zu betreiben. Es ist übrigens generell saugefährlich, durch sowas hier durchzulaufen. Im Idealfall lässt man das einfach sein, weil da kann man ruckzuck mal ausrutschen, gerade wenn das dann nasse Stämme sind, und dann liegt man auf der Fresse. Und wenn man dann, seht ihr, das meine ich. Und gerade hier jetzt dann an so einem Hang, da sind dann so riesen Löcher dazwischen. Ich hoffe, man kann das jetzt einigermaßen sehen. Ich kann jetzt nicht auf die Kamera achten. Und das kann wirklich ganz schnell gehen, dass man sich da böse wehtut. Da sollte man entsprechend vorsichtig sein. Ja, oder gar nicht erst durchlaufen. Also wenn man jetzt zum Beispiel, das hat jetzt gerade überhaupt nichts mit dem Thema dieses Videos eigentlich zu tun, aber ich sage es jetzt trotzdem, sich in einem Survival-Fall befindet, ne? Wo man irgendwie in Not geraten im Wald unterwegs ist, gerade dann sollte man tunlichst vermeiden, irgendwo lang zu laufen, wo man potenziell ein höheres Verletzungsrisiko eben hat, weil man da schnell mal irgendwie ausrutschen kann und so weiter und so fort. Ich bin jetzt durch sowas schon wirklich massenweise durchgedackelt. Und ich bin auch schon massenweise auf die Fresse gefallen und hatte immer Glück, dass da nie halt was passiert ist. Das sind auch so die häufigsten Unfälle, die dann aus dem Waldarbeiter, Forstwirt, passieren, dass er halt einfach mal über sowas dann stolpert, selbst wenn du dann den ganzen Tag dann rumtappst. Es ist halt unberechenbar, dieses Stockgestöck da, nenne ich es jetzt einfach mal. Und man weiß nie so hundertprozentig, wo man da gerade drauf tritt. Man kann es nie so ganz sehen. Es gibt dann mal ein bisschen mehr nach, mal ein bisschen weniger. Und dann liegt es halt auf der Fresse. Das ist immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Hui, cool, da gibt es ja Misteln. Ah, das ist ja praktisch. Dann kann ich euch die Mistel mal zeigen. Das da ist eine Mistel. Es gibt zwei einheimische Mistelarten, die einigermaßen weit verbreitet sind. Die eine, die sehr häufig ist. Das müsste die hier auch sein. Und die andere, die ist nicht gar so häufig. Leider muss ich jetzt gestehen, ich weiß jetzt nicht auswendig, wie die jeweils einzeln heißen. Ich mache da vielleicht sogar noch mal ein extra Video zu. Das würde, glaube ich, sogar Sinn machen. Aber jetzt mal ganz kurz gesagt, das hier also eben Mistel. Normalerweise kriegt man die so aus der Nähe nur selten zu Gesicht, weil sie halt oben in der Krone hängt. Das ist ein Halbschmarotzer oder Halbparasit. Ein ganzer Parasit klaut ja die Wirtspflanze, auf der er drauf sitzt oder in der er sitzt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Endo-Exoparasitismus, also Exo draußen, Endo drinnen. Jedenfalls, der richtige Parasit, der klaut alles, was da ist und schädigt den Wirt erheblich. Eine Mistel, die klaut dem Baum keine Nährstoffe, die klaut, klaut schon Nährstoffe, aber was sie halt nicht tut, ist quasi das Photosyntheseprodukt klauen. Die macht schon noch selber Photosynthese. Deshalb parasitäre Pflanzen, die selber noch grün sind, gibt es eigentlich ziemlich wenig. Die meisten parasitären Pflanzen sind gar nicht mehr grün, weil sie halt alles von dem Wert wird, den sie parasitieren, nehmen. Also sprich den Zucker, das Wasser und die Mineralien, die aus dem Boden aufgenommen werden. Wobei es auch Fälle gibt, wo Wasser- und Mineralienversorgung noch durch den Parasiten, also die parasitäre Pflanze, selbst gemacht wird. Und nur der Zucker quasi, also das Photosyntheseprodukt, wird geklaut. Das sind dann so bleiche, ganz bleiche Orchideen, ziemlich hässliche Dinger zum Beispiel. Gibt es auch in Deutschland, glaube ich, zwei Arten, also mindestens eine sehr prominente, sehr selten, sehr stark geschützt. Der Name fällt mir jetzt gerade mal wieder nicht ein. Oh, da würde er meckern, mein Botanikprofessor. Jedenfalls die Mistel, wie gesagt, die macht noch selber Photosynthese, sieht man ja daran, dass sie grün ist. Aber die bohrt sich quasi in die Wasserleitung von dem Baum, wo sie drauf sitzt, ein. Muss sie ja auch, weil die sitzt ja ganz oben. Die kann ja jetzt keine Wurzel ausbilden, das runtergeht in den Boden. Also Halbschmarotzer. In der Regel sind die relativ harmlos für den Wirt. Also, dass man einen Baum an ein paar Misteln zugrunde geht, unwahrscheinlich, unwahrscheinlich. Aber ja, also im Grunde keine sehr sympathische Pflanze. Warum das jetzt ausgerechnet das Ding ist, worunter man sich küssen soll, das ist mir ein ziemliches Rätsel. Ist halt so. Gucken wir uns jetzt mal die richtige Starkholzernte an, also da, wo die dicken Sachen umgeschnitten worden sind. Ich teasere mal da rein. Ne?
So viel steht da nicht mehr. Gerade habe ich was von noch vorhandenem Kronendach und Bestandesklima erzählt. Ja. Aber gucken wir uns erstmal den Boden an, das ist auch wichtig. Und hier haben wir solche schönen Abdrücke. Und bevor sich jetzt jemand furchtbar aufregt, gucken wir mal davor. Da vorne ist nichts, nur hier ist dieses kleine Stück und da hinten hört es auch wieder auf. Generell ist das hier auch eher ein Feldweg als irgendwas anderes. Das wird auch gerne mal als Spaziergang-Gehenweg von Menschen mit Hund benutzt. Und hier sind diese Bodenschäden, wenn man die überhaupt jetzt als Schaden bezeichnen möchte, wirklich scheißegal. Die spielen überhaupt keine Rolle ökologisch. Dieser Weg hier, der ist sowieso so durchgetreten und so ausgefahren. Man kann es hier auch ganz schön erkennen, einfach daran, dass diese Böschung so hoch ist und der Weg geht doch so ein bisschen eingeschnitten. Das ist ein alter Weg. Der besteht schon seit vielen hundert Jahren. Und das ist auf jeden Fall nichts, dass jetzt hier durch diese Rumfahrerei mit dem schweren Gerät hier jetzt noch irgendein zusätzlicher Schaden entstanden wäre. Also vielleicht sieht es ein bisschen hässlich aus. Ich finde, das kann man ignorieren. Nach ein paar Jahren wird man das auch nicht mehr so sehr sehen. Und im Grunde, also ökologisch gesehen, ist das scheißegal. Gut, und jetzt dappe ich da mal ein kleines bisschen rein. Vielleicht bist du irgendeinem Baumstumpf, wo ich gut stehen kann. Und pack die Kamera so lange weg, das ist mir sonst so unsicher. Durch so frische Schläge durchlatschen, das sollte man eigentlich nicht tun. Es ist streng genommen übrigens noch nicht mal verboten, aber es ist einfach generell einfach eine blöde Idee. Okay, ich bin jetzt hier drin und was man hier jetzt ganz schön sehen kann, versuchen wir das mal noch aus einer anderen Perspektive. Ich glaube, so kann man es ganz gut sehen. Das hier ist eine Schleifspur. Also hier haben wir halt eben so eine leicht muldenartig eingedrückte Fläche, wo halt eben vermutlich der Stamm in die Richtung rausgeschliffen worden ist. Und das hinterlässt dann halt wirklich solche richtig schönen Schleifspuren und Mulden im Boden. Das passiert bei Raustragen so jetzt nicht, wenn man sie rausgreift mit dem großen Greifer, mit dem ganz schweren Gerät, dem Königstiger zum Beispiel. Das ist so der größte, schwerste Harvester, den es so gibt. Hat Vor- und Nachteile, das Ding. Definitiv auch Nachteile eben, aber naja, solche Schleifspuren kriegt man dann halt eben nicht. Was hier gemacht worden ist von dem Holzernteverfahren, ist motomanuelle Holzernte. Also sprich, was hier umgesägt wurde. So wie der hier, kann man hier auch schön sehen, das ist alles mit Motorsäge. Also Manpower quasi. Ja gut, mit entsprechend viel PS. Unterstützte Manpower, aber schon Handarbeit. Auch da hinten das dicke Ding. So die ganz dicken Dinger. Sowas hier, das ist so die Grenze, das würde noch mit dem Königstiger zum Beispiel, der würde das vielleicht noch so durchbekommen. Der kann das dann aber auch nicht mehr über längere Entfernungen rausheben. Dafür ist das dann zu groß, was da entsprechend dranhängt. Das müsste man dann auch eben entsprechend rausschleifen. Aber so ab den Dimensionen spätestens, da macht es keinen Sinn mehr, einen Vollernter einzusetzen, also eben Harvester. Auch da hinten, wie gesagt, so ein dickes Ding. Hier ist dazwischen, sind nur so Kleinigkeiten. Ich sehe jetzt sonst gerade gar nichts Dickes. Das meiste liegt jetzt da vorne darum. Da liegen auch noch einige Stämme, die noch nicht ganz abgeholt worden sind, beziehungsweise halt eben die wirtschaftlich nicht so interessanten Reste der Stämme. Das wertvolle Zeug haben sie rausgeholt. Das ist jetzt zum Beispiel, hier ist zum Beispiel jetzt noch eine vollständige Buchenkrone, die hier jetzt noch rumliegt. Die ist jetzt erstmal, da ist schon noch gutes Holz dran. Ich zoome das vielleicht mal ran. Aber das ist jetzt erstmal uninteressant. Das kann man dann später eben zum Beispiel von jemand holen lassen, dem man halt für einen Apfel und ein Ei den Schlagabraum einsammeln lässt. Oder was halt eben heutzutage auch vermehrt gemacht wird, ist, dass man gerade die Krone vollständig liegen lässt, weil die ganzen Nährstoffe, die im Baum stecken, die zentrieren sich doch sehr in der Wurzel. Die lässt man sowieso im Wald, die steckt ja im Boden und eben in der Krone. Und wenn man die dann vollständig liegen lässt, vielleicht noch ein kleines bisschen kleinsägt, damit es ein bisschen ordentlicher ausschaut. Das kann man machen, wie man möchte. Da gibt es verschiedene Ansichten bei verschiedenen Leuten. Wäre zumindest für den Nährstofferhalt des Waldbodens wäre das eine gute Sache, wenn man das jetzt hier so liegen lässt. Zumal sich hier auch noch vergleichsweise wertvolles Buchenlaub handelt, das auch noch nicht vollständig eben gelb geworden ist. Da steckt also schon noch einiges an wertvollen Nährstoffen drin. So, jetzt muss ich erstmal den Akku wechseln. Ja, also um nochmal auf diese Buche zu sprechen zu kommen. Ich habe mir ja eingebildet, dass ich euch erzählt habe, und ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dass ich das habe, als ich eben hier stand, als nur markiert war und noch nicht durchgeführt, dass ein paar Buchen nicht markiert sind. Ich bin hier gestern schon mal durchgelaufen, habe mal ein bisschen geguckt, gedacht, es wären tatsächlich sämtliche Buchen weg
und auch unmarkierte Buchen jetzt trotzdem gefällt worden, weil ich hatte beim eben mal angucken, beim letzten Video das Gefühl, es wäre ein Großteil der Buchen eben nicht markiert geworden, gerade weil so eine Buche doch eine volumentechnisch sehr große Krone ausbildet und man muss vergleichsweise wenig Bäume stehen lassen, um dank Buche, die auch viel Schatten produziert und viel Bestandesklima quasi, zu vermeiden, dass hier so eine doch vergleichsweise große Kahlfläche entsteht, die wir halt jetzt eben doch haben. Und deswegen, diese Buche, da muss ich ganz ehrlich sagen, die hätte ich aber hundertprozentig stehen gelassen. Das verstehe ich nicht, warum man die jetzt gefällt hat. Und dann liegt sie ja auch noch fast vollständig da, ne? Weil da ist noch gar nichts abgenommen. Das ist der 1,30 Meter Strich. Also der BHD-Strich, der sollte sich ungefähr auf 1,30 Meter befinden. Das kann jetzt auch 1,40 Meter, 1,50 Meter sein oder 1,20 Meter, ist egal. Aber da fehlt nichts unten. Ne? Also die ist noch vollständig, samt Krone und allem, nicht entastet und liegt hier noch ganz rum. Das darf sich dann irgendein Laubholzsammler wahrscheinlich selber klein sägen und dann eben entsprechend als Brennholz mitnehmen. Für was anderes ist die auch nicht zu gebrauchen. Aber gerade deswegen, die hätte ich wirklich stehen gelassen. Weil die... Ne? Das bisschen Brennholz kommt es nicht drauf an und man hätte hier einen wunderbaren Samenbaum noch gehabt in diesem sonst, nämlich nur, außer der einen Buche, die jetzt tatsächlich stehen geblieben ist, sonst nur hier Nadelbäume-Bereich, der hier stehen geblieben ist. Also man nennt das auch gerne im Forstjargon so Minderheitenschutz. Also sprich, wenn irgendeine Baumart im Wald vorkommt, die wirklich nur mit ein paar Exemplaren vorhanden ist, dann lässt man sie in der Regel stehen, solange sie nicht stört, quasi um die Minderheit zu schützen und die Biodiversität ein bisschen zu fördern. Gerade bei Baumarten, gerade beim artenarmen deutschen Wald, der ist von Natur aus artenarm, was die Pflanzenarten angeht, wenn man ihn mit anderen Ökosystemen dieser Erde so vergleicht. Für einen Wald sehr artenarm eigentlich. Gut, Sibirien ist noch artenärmer, aber nach Sibirien kommen dann eigentlich fast schon wir in Mitteleuropa. Ist ein bisschen übertrieben, aber so in die grobe Richtung stimmt schon so ein bisschen. Und deswegen, das stört mich wirklich. Also sonst ist das wirklich prima Arbeit hier. Aber erstens mal, hier hätte man nicht so viel auf einmal entnehmen sollen. Und diese Buche, was soll das? Aber das sind wirklich Kleinigkeiten, ja. Also das ist Gemecker auf ganz hohem Niveau. Weil wie ihr seht, ich laufe hier jetzt gerade auf einer Rückegasse. Also hier ist wirklich das ganz, ganz schwere Gerät drauf rumgefahren. Und wie sieht es hier aus? Man sieht nichts. Weil erstens mal ist das hier sowieso ein Boden, der ganz gut trägt. Es hängt oft, ganz, ganz oft einfach von dem Bodentyp, der da ist, ab. Da kannst du was Gutes haben, da kannst du Pech haben und hast einen Pseudoglei, also so einen staunassen Boden, der so eine immer Wasser, ja, teilweise wassergesättigte Schicht aufweist. So ein halber Sumpfboden so ungefähr. Wenn du da mit schwerem Gerät drüber fährst, da gräbst du dich ein bis in Meter Tiefe und kannst Schützengräben ziehen. Ne? Also das geht nicht. Da kann man auch eigentlich nicht drüber fahren. Das weiß man auch vorher. Und normalerweise, wenn kein Depp am Werk ist, wird das dann auch nicht gemacht. Hier haben wir überwiegend Braunerde. Ich glaube auch hier. Oder Parabraunerde könnte es auch sein. Ah, oder kann man es ganz gut sehen. Wahrscheinlich Parabraunerde. Hier dieser etwas bleiche Boden, da ist ein bisschen Oberboden weggekratzt, Humus liegt jetzt an dieser Stelle auch kaum rum und dass es da jetzt schon so relativ bleich wird, das ist jetzt ein Indiz, keinesfalls ein Beweis, aber ein Indiz, dass wir es hier mit einer Parabraunerde zu tun haben könnten, also einem schon leicht Nährstoff ausgewaschenen Boden, also da beginnt der Prozess des Tonaustrags, ne, der Läsivierung nennt man das auch, so ganz langsam. Und die guten nährstoffhaltigen Bestandteile des Bodens werden so ganz langsam in die Tiefe runtergewaschen. In einem Wald ist das aber überhaupt nicht schlimm, weil die Bäume ja tiefgehende Wurzeln haben. Das ist eigentlich im Prinzip fürs Erste erstmal egal. Und das ist auch ein ganz natürlicher Prozess. Da hat jetzt keiner Schuld dran oder irgendwie sonst wie. Das ist natürliche Bodenentwicklung. Nichts Schlimmes. Ich wollte es nur mal kurz erwähnt haben, wenn ich hier gerade schon am Quatschen bin. Ja, aber zurück eben zu dieser Rückegasse. Trotz super schwerem Gerät, keinerlei Gleise, man sieht nichts. Und was sie hier halt eben zusätzlich noch richtig gemacht haben, ich habe das letztes Mal, als ich eben über das Thema hochmechanisierte Holzernte gesprochen habe, gar nicht erst groß noch angesprochen.
Aber im Idealfall guckt man halt, dass der Schlagabraum so zum Teil so ein bisschen eben auf die Rückengasse drauf fällt, da wo man halt rumfährt mit der schweren Maschine, und dann hat man noch so ein bisschen zusätzliches Polstermaterial. Das haben sie hier so teilweise ein bisschen gemacht. Das ist eigentlich wirklich super. Es ist nicht zu viel, was heißt zu viel kann man jetzt nicht machen, aber es ist nicht mehr als unbedingt notwendig gewesen wäre, sagen wir es mal so, aber es ist schon deutlich erkennbar, dass hier ein bisschen was draufgeschmissen wurde. Und interessant ist auch, das ist eine neue Rückengasse. Woran erkennt man das? Na, es stehen mitten auf der Rückengasse Baumstümpfe, ne? Und hier liegt so ein Ding rum. Wobei, ich glaube, das ist nur... Nein, das ist auch ein Stumpf. Das ist auch ein Stumpf. Ich dachte gerade, das wäre nur eine einzelne Scheibe. Ja, also wirklich mustergültig. Optimal gemacht. Kann man überhaupt nichts sagen. Ich bleibe dabei. Gefällt. Das sieht man aber auch sofort. Wenn da so bestimmte... ein kastenförmiger Schnitt zum Beispiel am Stamm angebracht wurde. Das macht der Vollernter nicht. Der Vollernter geht hin und hebt den oben fest und schneidet ihn einmal gerade durch. Ne? Also sowas hier, das hat man dann da nicht. Das ist also definitiv motomanuelle Fällung. Aber hier, wo ich jetzt laufe, da ist auch genauso definitiv eine sehr schwere Maschine drüber gefahren. Und da kannte sich jemand wirklich sehr gut aus mit seiner Maschine. Weil hier wird eine Stelle gewesen sein, wo der Boden vielleicht ein bisschen empfindlicher war. Hier liegt jetzt auch wieder mehr Zeug, also mehr Polstermaterial, über das man dann drüber fahren kann, ohne halt den Boden kaputt zu machen. Und ich bin, ihr seht mich begeistert, das ist hervorragend gemacht. Technisch. So, und jetzt aber nochmal zum Thema, warum ist jetzt hier so eine große Kahlfläche, ne? Sowas wächst nicht in 2 Jahren zu. Und das da schon gar nicht. Und das wäre jetzt neben der Buche da hinten dann der eine Kritikpunkt, den ich wirklich hätte. Ich kann es verstehen, dass man das jetzt so gemacht hat, wie man es gemacht hat. Das kann ich schon nachvollziehen, weil hier liegt jetzt ein Haufen Holz am Wegesrand. Gucken wir uns auch noch an. Das ist wirklich so viel. Also im wahrsten Sinne des Wortes eben ein Haufen Holz. Den Witz mache ich jetzt zum zweiten Mal, aber der gefällt mir gut. Das ist wirklich so viel, dass es wirtschaftlich sich einfach unglaublich lohnt, hier jetzt die großen Holzabfuhr-LKWs herkommen zu lassen, weil das sind Mengen, da rentiert sich das einfach. Ne? Da kannst du gleich mal mehrfach den LKW fahren lassen und dann liegt hier gleich ein Haufen Zeug rum und dann ist das in einem Aufwaschen erledigt und dann musst du hier jetzt für die nächsten 20, 30... Also in diesem Bereich hier für die nächsten 30 Jahre nichts machen. Also nichts mit irgendwelchen Holzerntemaschinen oder sonst wie. Man könnte zwischendrin noch eine Jungwuchspflege machen, aber dafür braucht man quasi so gut wie gar keine Maschinen. Vielleicht noch einen Häcksler, wenn man da noch Hackschnitzel machen möchte, aber ich würde dir jetzt ungefähr sagen, die nächsten 30 Jahre ist hier Ruhe. Kommt immer auf den Einzelfall an, aber ja. Und was wäre jetzt denn ökologischer gewesen, als jetzt hier diesen, das kann man schon, glaube ich, als gewissen Streifenkahlschlag bezeichnen. Ne? Also es ist so ein bisschen streifenartige Struktur. Davor halt eben und so breit und da haben wir ja noch ein bisschen was und da haben wir noch ein bisschen was. Wobei man sagen muss, das sind so Waldrandkastanien. So wahnsinnig viel Laub produzieren die halt nicht. Und warum sind die stehen geblieben? Damit die Bevölkerung nicht durchdreht, weil man ihnen die Maroni wegnimmt. Das vermute ich doch mal schwer. Davon abgesehen, die haben keinen wirtschaftlichen Nutzen. Die jetzt stehen zu lassen, das tut niemandem weh. Das kostet kein Geld. Und bringt noch ein bisschen ökologisch was. Also wenn die jetzt auch noch weg gewesen wären, dann hätte ich wirklich mal mit einem Kollegen reden müssen. So beschränke ich mich auf dieses Video, für das er mich wahrscheinlich auch hasst, wenn er es mal sieht. es ist halt wirklich... Was die Alternative gewesen wäre, wollte ich ja die ganze Zeit erzählen. Mehrmals kommen. Dass man also sagt, okay, hier sind jetzt zwar alle Stämme, die hier rumstehen, theoretisch reif für die Ernte. Das ist schon so gewesen, das ist schon richtig. Aber wenn wir die jetzt alle auf einmal wegnehmen, haben wir einen Kahlschlag. Deswegen kommen wir zweimal, vielleicht nach 5 Jahren das zweite Mal. Also zweimal innerhalb von 10 Jahren. Das ist so eine gängige Regel, die man da so vielleicht ein bisschen im Kopf behalten kann. Es kommt immer auf einen Einzelfall an, aber grundsätzlich ist das vielleicht mal gar nicht so verkehrt. Ich warte mal kurz den Flieger ab.